Herzlich willkommen bei der Season-Closing-Folge hier bei Fatal Error. Ob wir Idaho Falls toppen werden, das seht ihr jetzt. Ja, geht los, wir sind noch in unserer Finca. Der letzte Tag in unserem Mallorca-Vlog oder Urlaub. Und unsere Finca, wir verabschieden uns. Es geht jetzt an Ballermann. Season-Closing startet genau jetzt. Ja, Freunde, ihr seht, es ist much wind today. Wir sind jetzt angekommen bei Renzum. Da waren wir schon ein paar Mal und geben jetzt den Roller ab. Und Alibaba gibt nochmal alles für die Strandmatte heute. Jetzt gehen wir erstmal was trinken. Oder wir haben zu trinken mit. Wir trinken mal was an der Mauer. Dann gehen wir auch mal vor Richtung Münchner Kindel. Alibaba Bock auf Dattel im Speckmantel, dann gehen wir direkt rein, hoffentlich. Mal schenken die Straße und gucken. Guck mal, was heute so ansteht. Zum Closing. Wo ist eine Hauchluft eingestiegen? Zu viel Spray drin. Bing! Gehen wir jetzt was essen? Wir gehen was essen. Ein übelster Dunst. Übelster Dunst, ja. Wir haben heute keinen Sparkram hier am Wasser. Nee. Heute ist Match Wendgang. Ihr seht's, Leute. Hier wirst du heute weggespült oder rausgezogen, Elisabeth. Junge, 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 Junge. Scheiße, der erste Hülse ist gleich leer hier, ey. Da kann man 50 Meter gelaufen. Der erste Hülse knallt bestimmt, wenn du nicht gegessen hast. Na, knallt sie denn? Oder knallt sie nicht? Wen knallt sie vor allen Dingen? Achso. The White Church. Das sind wieder Münchner Kindle. Ein bisschen Grundlagen schaffen. Dattel im Speckmantel. Around the corner. Right over here. Ah. Das ist mein kleines bei Helmut hier. Ja, gut. Ich find's gut. Oh, die ist auch Phaser hier. Oh, die sieht auch gut, aber die drückt mir. Oh, die fühle ich hier irgendwie. Oh, gut, ja. Ah, das ich nehme die goldene hier. Ja. Wir haben fleißig Brillen geshoppt und damit Ping-Pong die zweite Runde jetzt schon. Wir können mal einen Bier-Counter heute anmachen. Was? Da haben wir aber schon Bing Bing, zwei drauf. Naja, da, jetzt, doch, da sind wir jetzt schon beim vierten Bier. Ich hab verfehlt. Das ist ein Closing hier bei Fatal Error. Heute ist die Kamera gerade weggelegt. Aber wir sind Tunnel. Das ist Tunnel ist der Traditional One, also der erste Zangstrich ist es nur. Ganz kurz, ich will nur kurz. So, ich glaube, wir müssen noch Blick schon machen. Ich drücke auf Pause.
Lust auf ein Abenteuer? Ja, du. Du willst mal was ganz anderes erleben? Dann schaue dir den USA Roadtrip von Fatal Error an und begleite zwei verrückte Cowboys durch den wilden Westen von Amerika. Schon mal in Florida gewesen? Nein? Dann warte doch einfach noch ein paar Monate, bis die USA-Florida-Folgen hier bei Fatal Error anlaufen. Ja, Punkt. Ende. Es riecht nach Medizin. Haben wir überhaupt? Es riecht wie Medizin. Siehst du, wie das riecht? Wie Quaborum. Ja. Ja, genau. Zang, die Erste. Komm, wir rein, die Mathe empfehlen. Der linke Pass. Zum spektakulären Closing natürlich auf Kreis. Machen wir keine halben Sachen. Und ich mache natürlich noch eine zweite Runde hier. Zum Glück habe ich gleich beim ersten Mal getroffen. Ey. Du hast mich nur die Fasse denn noch. Ja. Komm, bevor der Eiswürfel schmilzt. Was haben wir noch mal eine zweite Runde drin? Wieder ein Strich auf der Zangenliste, Freunde. Aber Grüne, das kann man mal sehen. Ja. Jo, zwei kurze pro Person und bis jetzt drei Bier, glaube ich. Später gehen wir uns einfach mal in die Bierstraße gleich nebenan. Irgendwas mit Bier. Der Wurstmeister, der Grillmeister ist jetzt der Wurst. Guck mal, hier steht Wurstmeister. Da steht Grillmeister. Ich bin verwirrt. What's going up there? Ah, what's happened with that Grill? Was ist mit der Mel und mit dem Bier? Die hat Bier. Mel hat Bier dabei. Wir müssen noch bei Mel vorbei. Die hat zwei Bier für uns mitgenommen am Strand. Ja. Was für eine Liebe, Mensch. Ja, das ist Support. Das ist halt deine. Das ist Support. Liste, ne? Und wenn euch das gefällt, könnt ihr gerne ein bisschen Support hier da lassen in Form von einem Abonnement unten rechts ist komplett kostenlos, wie der kurze bei der Weißen Taube zum Bier dazu. Ist und wenn die Kunde nämlich jetzt offen hat, dann gehen wir zur Weißen Taube. Aber er hat doch gesagt, die hat zu. Ja, wir gucken jetzt mal, ob die offen hat oder zu hat. Calimera, Calispera. Deutsche Hecke sind noch gar nicht los hier. Ping, ping, Dingeling, Freunde. Also wir im Osten, wir kennen das ja nicht so mit dem Kölsch. Und mit den Frühkölsch und Spätkölsch und Nachmittagskölsch, aber wir haben ja jetzt Nachmittag, sagen wir mal Nachmittagskölsch. Das sieht quasi so aus. Ich weiß gar nicht, wo Reisdorf liegt. Die Reisdorfer werden mich jetzt hassen, aber ist ja egal. Gibt's bestimmt ein paar Reisfelder. Gibt's bestimmt Reisfelder in Reisdorf. Ha! Ding. So, gehen wir weiter. Backe oder was? Hallo, eine 0-2er Kölsch, das trinkt man immer. Ja, eine 0-2er Kölsch, das trinkt man immer auf Ex. Ja? Eine 0-2er Kölsch. Wie trinkst du das? Na, immer wenn ich. Wie du hier bist im Jahr. Immer wenn ich hier bin, trinke ich das 0-2er Kölsch auf Ex. Hätte ich dir das vorher sagen sollen? Ja, vielleicht so, dass das Kleingedruckte, was ich auch wissen müsste. Ach so, ja. Ich bin nicht so ein Suffkopf wie du. Ah, wir sind schon wieder draußen. Das war noch ein ganz kurzes Speedy-Intermezzo. Und ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hingehen. Wir gehen jetzt erstmal vor zu, damit wir rauszugehen und zu Mel zu, weil Mel zu hat nämlich zwei Bier zu. Und die müssen wir uns als zwei Bier zu. Das ist schon wieder hier getroffen. Die müssen wir uns nein zu. Das ist überhaupt der heiße Mischer. Ist das jetzt geworden? Ich weiß gar nicht, was steht da der Name dran? Steak Me? Keine Ahnung, ob Steak Me ist. Keine Ahnung. Ja, wir gehen jetzt mal vor zu. Wir machen hier Haufenprinzip, wie bei den Ludolfs. Ein Haufenprinzip sieht jetzt hier so aus. Und dann haben wir vor, im Laufe des Videos hier noch Anita mitzusingen heute. Lotusblume am Strand, habe ich sie genannt. Rote Rosen. Ansonsten würde ich sagen, hier welcome to Hurricane Sandy. Ist fast so wie in Florida, es geht ganz schön noch Matschwind, es ist herb. Und das Gute ist, das muss ich dir erstmal zugeben,
seinen besten Freund da ist. Und auch. Das ist eine Ehre, da kommen mir ja gleich Tränen vor. Ja. Und auch mit seiner Freundin, dass die Freundin das Bierlager am Strand ist. Das heißt, dass immer, wenn man Durst hat, geht man zur Freundin und die hat immer zwei, na, ich weiß nicht, ob es kalt sind, aber zwei Bier dabei. Aber das Gute ist, verlass dich nicht auf Frauen. Müssen wir mal gucken. Was ist denn hier los? Ich weiß auch nicht, hier ganz dummi. Überhaupt danke für den Tipp, für das Mahu-Bier. Das soll ja wohl das Bier auf Mallorca sein, habe ich jetzt mitbekommen. Ja. Fast wie in Brasilien. Ja, wie schmeckt? Bier. Wir sind beim Bierlager angekommen. Ha! Bier, wir wollen Bier. Oh, das ist sogar noch kühl. Ist gut, da ist auch Rosa Blanca. Danke, Melrose Place. Hast du, wir hatten noch immer auf. Und? Schön wäre es, wenn du mit dem Wind gehen würde, hä? Ping! Ja, wieder an der Schinkenstraße angekommen. Wieder mal, wie in den letzten 10 Jahren schon. Und wir swingen jetzt aber noch mal zu Sonjas Soul Kitchen, weil da arbeitet der Kane von der Mallorca WG. Keine Ahnung, wer den alles kennt. Auf jeden Fall gehen wir da noch einen trinken. Bevor wir dann hier anywhere in irgendwelche Lokalitäten einkehren. Ah. Matsch. Gibt's eine Post? Doch. Wer hat da schon mal was reingeschmissen? Also, wir sind immer noch auf dem Weg zu Sonjas Soul Kitchen, aber ich hatte mal vor vielen, vielen Monaten, wir reden vom Jahr 2019, 20, die alten, ureingesessenen Vater Aero-Zuschauer kennen, habe ich mir Bier verbuddelt hier in diesem Park. Für schlechte Zeiten. Für schlechte Zeiten zugesorgt. Jetzt ist so ein Tag, wo es wirklich nicht gut läuft. Und ich bin der Meinung, dass es sich hier noch eins befindet. Aber jetzt bin ich gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Ich bin der Meinung, wir sind hier an the place. Wird wärmer. Also ich weiß es nicht. Ich muss einmal kurz gucken. Nee. Also ich bin der Meinung, dass ich es dort verbuddelt habe. Warte, ich muss die Brille absetzen. Das muss hier sein. Genau unter diesen Scheißhaufen. Alibaba holt gerade einen Stock. Vielleicht lassen wir es auch drin für euch, aber ich bin der Meinung, dass das schon abgelaufen ist. Hast du einen Stock? Ja, hängt der Baum noch dran. Dafür bin ich mit ihnen, habe ich Bushcraft gemacht, genau für sowas. Ah ja, das muss, wir müssen hier richtig sein. Ah, das ist ein Sparkassen? Hä? Alter, Leute! Hä? Das ist doch von den Helmuts abgezocktes Zeug? Ja. Nee. Ja, lass die mitnehmen. Oh. Da. Hä, was? Alter, das sind Sparkassenkarten und so. Ja. Hä? What the hell? Okay, Columbo Alibaba hat nicht nur Sparkassenkarten. Also genau hier. Hier muss, ich finde, aber wenn nicht, dann hat es vielleicht einer rausgenommen. Oh. Scheiße, meine Ray-Ban-Brille. Ja, der Ray-Ban. Denkst du? Hast du es gefunden? Wie tief? Ja, die Höhe, Tiefe ungefähr. Tiefer ist es nicht. Ist was? Ist es da was? Ich weiß es nicht. Okay, wir haben es doch gefunden. Es hat sich bewegt. Das hat sich doch bewegt. Das sind doch keine zwei Hände. Jetzt mal ohne Scheiß. Die Erde muss sich doch bewegen. Jetzt bin ich gespannt. Was habe ich denn da gekauft? Da war da nicht ein Vater Aero? Da war eigentlich ein Vater Aero Aufkleber drauf. Wollen wir es wieder vor? Ich habe einen Vater Aero Aufkleber, aber das aber ist. Aber wo ist da hin? Ah. Hä? Da ist noch ein zweites Bier drin. Hey, jetzt kommen wir doch. Lokomotore! Ey, wir müssen da noch zwei neue Kurven und die hier verbuddeln. Da hat eh noch was dagegen. Ist da noch was hinten drauf? Datum? Kannst du was lesen? Was abgelaufen ist? Einer was dazugelegt. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich nur zwei reingelegt. Ich weiß es nicht. Für zwei Leute. Ah, okay.
dann wir lassen es einfach hier. Wir lassen es einfach hier, als wäre niemand hier gewesen. Ich gehe mal kurz ein bisschen weiter weg, damit ihr seht, wo es ist. Und ihr könnt mich gerne verlinken. Aber ich habe das hier im Jahr 2022 verbuddelt. Ich weiß nicht, wie lange Bier haltbar ist, aber ich würde sagen, das ist eigentlich schon schlecht. Aber wir lassen es da liegen. Wir befinden uns Höhe Ballermann 7, 8, könnte auch 9 sein, in dem Park. Ganz wichtig sind diese beiden krummen Bäume. Und da ein bisschen rechts daneben. Und das da, das Weiße Hotel, das ist das Grupp Hotel. Und Sonja Soul Kitchen hier drüben. Ja, guckt euch einfach um, ich mache einen Turnaround. Und also die Papa tut es wieder verstecken, damit es keiner findet. Freunde, eine Aufregung. Wir sitzen hier jetzt in der Sonja Soul Kitchen und trinken mal einen schönen. Gibt es jetzt wieder eine Extraliste? Wir haben Kurzen, wir haben Bier. Jetzt haben wir aber Sangria. Wir machen einfach eine Extraliste und Donner. Sangria trinken wir heute keinen, dann kriegen wir Sodbrennen. Das ist der letzte. Aber wir fügen auf der Liste hinzu, oder? Ja, musst du machen. Schön. Schmiert das Fett von rechts nach links hier. Ja, ja. Bei 31,5 Grad einen schönen kühlen Sangria. Wer ja, mag das, ist das nicht? Ja. Oh, der ist. Oh. Ich habe die Mütze immer noch auf, Freunde, aber die Sonne scheint auch noch. Deswegen, das ist der Grund. Wir haben nicht nur Sangria jetzt in der Sonja Soul Kitchen, sondern wir haben auch noch einen geilen, haben heute gerade dabei, sind einen Tunnel gekriegt. Und mit dabei natürlich Kane, falls ihr ihn noch nicht kennt, die Mallorca WG. Wenn ihr geile Mallorca Trips machen wollt, mit einer Limousine und einer geilen Unterkunft, dann ich blende uns ein in live, in HD, Kane von der Mallorca WG. Und da machen wir noch ein schönes Ding. Mallorca-WG, ich blende es ein. Ich blende es ein. Er erklärt es jetzt. Ich habe das schon mal gehört, aber... Junge, 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 ich fühle irgendwie 2017. Ich fühle eher an Sangria. Also, das war... Das ist groß. Ich habe meinen Augen drin. Gucken. Oh! Ja. Du, ich stolze Einblenden von damals, wo wir hier geworfen haben. Ja, komm, Alter. Ja, das war mehr wie ein Ring. Scheiße. Hey, ist ein aber ist ein geborener Basketballer, ja. Das war mehr wie Glück. Also. Ich weiß gerade mehr, was ich sagen soll. Es ist faszinierend, schon wieder dieses Video hier bei YouTube. Nochmal an euch die Empfehlung, da wir ja so viele Karten jetzt gefunden haben. Sparkassenkarten, ADAC-Karten, Krankheitskarten. Pack sie weg von der Veronika. Ich pack sie weg. Nochmal für euch, nehmt bitte nur Bares mit raus. Holt euch das Geld hier am Automaten. Lasst euer Personalausweis und eure Kreditkarte auf dem Hotelzimmer, für mir aus in irgendeiner Ecke vom Koffer und geht mit Bargeld raus. Wenn das weg ist, ist es weg. Da habt ihr halt mal Pech gehabt. Aber diese ganze Kartenscheiße hier draußen, auch Personalausweis, ihr braucht das nicht. Ihr müsst das ja nicht mit rausnehmen. Lasst es bitte auf dem Hotelzimmer. Ja, dann vermeidet ihr das, was wir gerade gefunden haben. So, jetzt gehen wir straight ahead zu Basti. Auf einen kurzen. Ich nehme einen Lemon. Ein Lemon-Jägermeister. Ich frage mal, ob er eine Zitronenspritze reinmachen kann in den Jägermeister. Ich nehme einen Wodka-Lemon. Und dann, gib mal. Es gibt da noch eine Säule. Ich weiß gar nicht, wie ich die runterkriegen soll. Alter. Eine Säule im Megapark. Yippie, Schweinebacke. Junge hier. Bei Alibaba klebt alles. Eins in den Chat, wenn die, eins in den Chat, ja. Chat. Oh, nee. Oh, Freunde, wir sind weg von Sonja Soul Kitchen und sind am
Epizentrum angekommen, würde ich sagen. Und diese Bar, die es hier gab, die ist auch schon wieder weg. Hier gab es doch mal so eine Getränkebar. Oh, Polizei Lokal steht direkt heute drin. In der Einfahrt. Was machst du denn? Ohne. Sehr warm in Schwarz. Ja, aber Schwarz macht schlank. Ja, aber ohne Schwarz ist noch schlanker. Ja. Okay, ja. Schlechter Anmacher, aber wasch mal besser als keine. So, also, Bierkönig, Freunde. Wir gehen mal kurz zu Basti rein. Mal Hallo sagen. Oh Mann. Wie lange sind wir jetzt hier? 3 Stunden? Scheiße. Junge. Wir gehen direkt rein. Oh, ich film nach hinten. Anfänger. Ja, ich bin heute erst noch da. Level kommt hier, Julia Musik. Ha. Okay, wir gehen ins Bamboleo, weil da ist günstiger. Weil die Sporthüchse, wisst ihr noch. Gib 10! Das heißt muchos gracias! Ja, doch! Ja! Wenn nicht eher! Inflationsprämie! Rock! Warte, warte mal, was muss ich jetzt machen? Wenn du drehen willst, musst du 3-mal den Joystick reindrücken. Ja. Ich bin ein absoluter Idiot, was das gemacht hat. Richtiger Uber! Ja. Wir trinken Tunnel! Ja, so ein bisschen haben wir uns. Ja. Ich nehme mal den Bart in den Finish. Also, wir haben. Hallo? Nee, du musst umdrehen. Ja, genau. Nee. Ja. Jetzt hat er irgendwas angezeigt. Wir haben, also, hallo. Gib mir einen Punkt dabei. Nehmt das Ding in die Hand. Ja. Wir haben bei einem kleinen Tunnel angefangen heute, der war ungefähr so. Und jetzt haben wir schon einen halben Meter Tunnel. Also Bamboleo kriegt da ein volles Glas. Du kannst so gern mal so einen 200-Euro-Schein finden auf dem Boden, habe ich jetzt nichts dagegen. Warte! Ah, was ist da denn passiert? Oh, oh, da ist ja Geld 200 drin. Euro! Oh. Oh. Ich habe immer noch die ganze Sache. Soll ich jetzt bei der Polizei abgeben? Nein, warte mal, ich guck nochmal. Guck nochmal. Hat sie geschrieben? Hat sie nicht geschrieben? Da habe ich mit der Mail gesprochen, die hat dich gesetzt. Ich bin verstrahlt. Schwitz mit Schweine. Hä? Da drinnen war es doch warm. Kühl. Oh. Wir sind schon unterwegs. Zum nächsten Spot, Freunde. Es geht hier bei mir. Wir sind heute beim Fatal Error Season Closing 2024. Ne? Wir machen hier keine halben Sachen. Wir machen nur volle Gläser. Und du hast doch gar nichts dabei. Nee, aber das ist ja gerade das Problem. Ach so, ja. Nee, ja. Komplett Danger. Wir sind jetzt hier im Megapark. Dann gehen wir. Wir gehen da vorne hin. Wir gehen einfach vorne hin. Da haben wir wenigstens Platz. Ja, da haben wir die Säule für uns alleine. Scheiße. Die werden schon kommen irgendwann. Wir sind im Megapark.
Wir gehen direkt rein, Freunde, wir gehen direkt rein. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Ja. Wir haben jetzt eine Säule bestellt für zwei Personen. Und wer bezahlt? Hat der Jero bezahlt heute. Oh, oh, oh. Das müssen wir uns ankreuzen. Ach, Kreuz. Lukas Kordales kommt dann hier. Nicht Lukas Podolski? Nee, Lukas Kordales. Lu. Aber wenn Lukas ich jetzt... Lukas Kordales. Ich würde sagen, du machst erstmal einen Probelkoster mit dem Mund. Erstmal das. Erstmal das. Ja? Okay. Ding, 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 ding. Wir haben endlich, endlich haben wir tatkräftigen Support erfahren. Ich weiß ja, dass Mel nicht so gerne Bier trinkt. Ding, ding, ding! Geht daneben, ja, ich bitte. Ah, wie auf der Toilette, geht immer was daneben, hä? Bing, bing, dingeling! Melanie! Melanie! Oh, was habt ihr denn hier jetzt geholt? Tequila Erdbeere und Coconut, Blue Curaçao irgendwas. Ach du Scheiße! Nein, absolut.
So Freunde, wir sind wieder draußen aus dem Megapark, sind auf dem Weg Richtung El Patio, Alibaba's Lost in Space und zum Glück habe ich Dave dabei. Dave unterstützt mich jetzt tatkräftig mit Wasser. Ja, Wasser ist immer gut. Damit wir erstmal den Weg finden. Du weißt ja, wo es lang geht. Ja, ich weiß, wo es lang geht. Guck hier, die Leute kommen mit dem Rollkoffer. Junge. Also wenn das nicht ein britisches Season Closing ist hier bei Fatal Air Royale, sag ich euch Leute. Was ist hier? Oh no. Oh no. Oh. Das geht doch nicht, oder? So. Willst du jemanden grüßen? Ich grüße gehen raus an Alibaba, wo auch immer du dich gerade befindest. Alibaba, wo bist du? Wo bist du? Wir warten hier. Bist du nicht? Also, wenn eine Frau die Haare nach oben macht, dann wisst ihr genau, es ist Zeit für Mamfi. Fressi. Wir haben ja ein schönes Carpaccio. Nee, Bruschetta ist es doch, oder? Ja. Das Bruschetta. Was ist das für ein Bruschetta? Das ist ja nicht das Ding. Wir haben ja Big One. Big One Rippchen, Freunde. Also, wie gesagt, Rippchen nach wie vor. El Pacho. Melania inspiziert erstmal, ob auch keine Flusen drauf sind. Nein, ich möchte ja noch mehr wissen, ob hier noch alles drin ist. Die Kräuterhexe. Ist natürlich everywhere. Aber Freunde, was soll ich sagen? Wir haben aufgegessen und ich muss ehrlich gestehen, mir geht es jetzt besser. Deswegen können wir wieder angreifen mit. 40 Schnaps hier im El Patio. Und dann kriegt noch Ping Counter, der Zang Counter, kriegt natürlich direkt noch eine weg. Ping, Ping, Zang, 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 Dingeling. Prost. Oh, ist das lecker. Kriegt das die Frauen auch? Da ging doch. Also ich bin, wir sind immer ehrlich bei Fatal Air Royale. Und ich sag, ist es gut? Es hat lecker geschmeckt. Da will ich auch gar nicht dran rütteln oder meckern. El Patio. Es ist wirklich lecker. Es könnte ein klein wenig mehr am Rippchen dran sein, vom Fleisch her gesehen. Aber es ist okay. Das ist meckern auf hohem Niveau. Jeder mag es ein bisschen anders. Ich sag eine 8 von 10. Es könnte noch ein bisschen mehr Fleisch dran sein am Rippchen. Aber wie gesagt, meckern auf hohem Niveau. So. Jetzt geht's weiter. Wir sind wieder on the road. Ein bisschen Refreshment betrieben im El Patio. Hier ist Tabana gerade eben. Tabana. Und ehemals Asadito. Event Restaurant. Und wir swingen. Gemütlich jetzt.
Richtung Bierkönig. Mühli, das ist die Bierstraße. Das wollen wir mal. Wenn du Bock hast, können wir hier auch noch einen trinken, bevor wir zu Basti gehen. Ja, da wird ja, Wodka Kamel. Ne, hier trinken wir eher so Kölsch. Kölsch und einen kurzen. Ja, da werden wir gehen. Zu Basti. Da gehen wir weiter zu Basti. Aber die Bierstraße gibt es nur bis 12 Uhr. Ne? Nur so. Ja, wir gehen mal durch. Wir gehen einfach mal rein. Wir gehen rein. So viele Leute, Leute. Bierstraße, Gerammelte voll. So viele Leute hier. Jenny, willst du irgendwo was trinken? Oder nicht? Wodka Karamell wollte ich noch trinken. Ja, im Bamboleo. Im Bamboleo, wir trinken dann noch Wodka Karamell im Bamboleo. Ja, ich hab's vergessen. Ja, das machen wir. Marcello. Wir von Weitem zudenken. Marcello. Das beste Kleid, was ich meine. Ja, aber wir haben heute nachgefragt, Marcello. Der ist nicht mehr da. Der ist seit 2 Jahren in Deutschland und Marcello, den gibt es leider nicht mehr hier im Münchner Kindl, Freunde. Es tut uns leid, tut mir leid, aber irgendeiner singt hier gerade. Aber auf jeden Fall, Marcello gibt es nicht mehr. Was ist das denn hier? Anywhere. Wir sind schon wieder draußen. Melbel hat nur mal eine geile Runde Wodka Karamell ausgegeben. Und jetzt gehen wir hier übers, wie ist es denn? Mir fällt es gar nicht ein. Ach Mensch, übers mit, wie hieß es denn? Na, wie hieß es denn? Oh, mit P? Nee. Ja, übers Sugar. Übers Sugar gehen wir zum Bierkönig. Also wir trinken im Sugar nichts, wir rennen nur durch. Wir skippen quasi, um es auf Neudeutsch zu sagen. Wir werden nur ausgelacht hier. Wir müssen einfach weitergehen. Einfach weitergehen. Laura! Einfach mal Hallo gesagt. Wir können nicht immer trinken. Your first day. Stell dir vor, es ist das erste Mal hier auf Mallorca. Also am Ballermann. Das erste Mal. Also, na, was du jetzt? Naja, aber es also ist das erste Mal abends unterwegs hier, muss man so sagen. Aber das erste Mal in den Lokalitäten. Ich gehe das erste Mal in Bierkönig und das erste Mal in Megapark. Aber nachts war ich hier schon unterwegs gewesen. Aber wo warst du denn da, fragen sich die Zuschauer. Wir waren in Las Palmeras zum Beispiel gewesen. Ach. Das ist ja wie im Altenheim. Ja. Wir gehen jetzt geradeaus hier weiter, Junge. So, wir sind angekommen, Schinkenstraße, Freunde, zum Season Closing 2024. Wir gehen direkt rein. Wir suchen erstmal Basti hier. The Flying Basti. Um einfach mal noch was zu trinken. Junge. Jennifer, warst du jetzt schon mal im Bierkönig? Nein. Okay. Bierkönig, Freunde. Hallo.
mach das. Mach die mal sauber. Wir sind wieder draußen und Lost in Space, Freunde. Ich habe keine Ahnung, irgendwie in den Tiefen des Bierkönigs verschollen die Leute. Keine Ahnung. Warum bist du denn da unterwegs? Alle? Ja, keine Ahnung, weil ich sie alle verloren habe, aber ich habe immerhin hab schon die Mama wieder gefunden. Ah! Ich bin der verschollene Sohn. Was trinken wir denn jetzt? Irgendwas mit Wasser. Mein Bonnie ist total im Arsch, sieht ja aus wie... Hast du eigentlich was gegessen? Wir wollen ja im El Palcio essen. Was gab's? Rippchen. Okay. Ich esse dein Crunchy Pearl, oder? Ja, dann... Na, wollen wir uns ein Crunchy Pearl holen? Oder gehen wir direkt rein? Wir gehen direkt rein. Jetzt ist schon wieder bei Basti gelandet.
was dazugeben. Ich wollte schon was dazugeben. Nee. Das ist auf Wiedersehen, Basti. Gesundes neues Jahr, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Mir fehlen die Worte auf jeden Fall irgendwie Oberbayern. Ja, es ist totales Chaos hier, Leute. Was soll ich sagen? Alibaba fliegt schon die Treppe hoch. Was macht er denn da? Keine Ahnung. Wieso nicht? Wir sind, wir wollten doch gar nicht hierher. Warum sind wir hier? Wir wollten doch aber gar nicht. Also den Crunchy Burger esse ich mit. Hi. Servus. Liebevoll, Freunde. Liebevoll gedrehte Bockwürste. Ja. Ja, ja. Ja, aber da drin ist Gerammelte voll. Wir sind. Da ist Stimmung. Willst du noch Tobi? Ja. Mel sagt, im neuen Bereich ist Stimmung. Da, hat sie recht. Ja, hat sie recht. Hat sie recht. Aber draußen steht es langweilig. Muss mal reingehen. Ja, es ist eng, es ist warm, scheiße. Aber es ist ja, Stimmung. Ja, genau, das stimmt. So ist es. Aber es ist. Was machen wir jetzt? Wir gehen wieder. Super. Ich drehe einfach wieder rum. Oh, du hast meinen allerletzten Heat abgeklickt. Wann denn? Jetzt gerade eben. Er hat meinen allerletzten Heat abgeknickt. Aber du hast das Etherra. Oh. Aber das ist in Deutschland, in Germany. Rauchen ist nicht gesund. Fangt nicht an mit Rauchen. Wir gehen jetzt zu Oberbayern, endgültig. Also Entschuldigung, ich muss nochmal hier, also Mel ist unersetzbar. Warte, die Kamera nochmal. Entschuldigung, ich, oh, wie sie klein ist, hier unten ist er. Ja. Mel ist wirklich unersetzbar. Hier ist er der Organizer. Ich muss es jetzt mal erwähnen. Sie kümmert sich um, dass jeder was zu frühstücken hat, dass das Taxi kommt, dass jeder eine Bettdecke hat. Mel ist Organizer. Mel ist Organizer für alle. Der Mutti. Also Mutti Mel. Also für alle. Also nicht falsch verstehen. Ne? Also, ja, also. Ja, wir gehen jetzt rein. Es ist schon die zweite Runde. Runde Nummer 2. Es ist nicht viel passiert, Freunde. Nummer 3. Die Weiber. Dankeschön. Der nächste Song ist er. Tequila, weil, warte, du trinkst ja, Die Pistole ist ganz runtergefallen, da du stehst. Ja. So, Freunde, wir haben noch, also ihr habt gesehen, auch im Oberbayern mit, Scheiße, mir fällt der Name nicht rein. Jenny, ganz schöne Runden gezogen hier, Wodka Karamell. Und ich habe mir gesagt, als Abschied, nicht für euch, für die Alteingesessenen kommt,
Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde, bis das Taxi kommt in unsere Finca. Crunchy Burger. Der muss einfach sein. Und wenn ihr schnell nur zur Hälfte schafft. Ein Crunchy pro Ballermann-Besuch ist Pflicht. Deswegen bin ich jetzt auf dem Weg zum Crunchy. Und dann geht's mit dem Taxi, denke ich, heim. Und dann wollen wir das hier auch nicht mehr in die Länge ziehen. Das war dann das, Season Closing bei Fata Aero Mallorca Edition. Und dann sehen wir uns auf Mallorca erst nächstes Jahr wieder. Was ist denn heute eigentlich für Nebel hier? Übelster Dunst hier. AK Crunchy. Ich bin sehr excited. Den müssen wir mitnehmen. Belegt. Nur belegt mit den besten Zutaten. Das, nur das macht einen richtigen Crunchy aus. Und nur er darf das machen. Schon jahrelang. Er ist der auserwählte Crunchy Master. Liebevoll. Da ist wirklich Liebe dabei. Guckt euch das an. Das ist. Er ist fertig. Thank you. Das ist er. Der Crunchy. Over the air. Der letzte für dieses Jahr, Freunde. Wir suchen uns einen schönen Platz, um den Bombfurt-Chanel zu verschlingen. Der sieht aber gut aus dieses Jahr. Einer sieht wirklich gut aus, da muss ich mal sagen. Der sieht wirklich, so neben Aschenbecher ist das doch ganz nice hier, oder? Hier verschnupseln wir den jetzt. Das war gut. Danke, Grillkönig, Bierkönig. Wir sehen uns 2025. Und das war's dann auch. Wir wollten sich in die Länge ziehen, das war der Season Closing Vlog bei Fata Aero zur Mallorca Saison 2024. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Habt ein paar schöne, lustige Aufnahmen gesehen. Und ja, die Flasche, da ist Wodka drin. Natürlich ist da Wodka drin. Wir sind raus. Wir sehen uns nächstes Jahr auf Mallorca. Cheerio! Eine Backe! Die ganze Welt hat er schon gesehen und zeigt auf YouTube, was er lebt. Oh ja, Rick ist wieder auf dem Roadtrip und wir freuen uns.